Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Pathfinder und haben jetzt den Palast verlassen. Also das Anwesen ist ja kein Palast. Man hat uns, ja doch, war wohl, naja, Ja, gut, sie nannte es die immer Stadt Anwesen. oder Restorf Was ist die jedenfalls. Stadt? Ja. Ja, Aber das. man hat uns einfach rausgeschmissen. Genau. So, und unsere gute Anführerin ist müde, die anderen waren auch ziemlich runter. Probieren wir mal, ob wir hier ein Lager aufschlagen können. Ja. Wir können. So. Ja, das bietet sich hier an. Als Waldläufer. Tarnung. Ja, warum nicht? Das ist aber keine gute Idee. Meinst du, sie findet dann das Lager Nee. nicht wieder? Nee. Amiri macht lieber, hält lieber Okay, Wache. und sie kocht. Und Lindsay. Will nicht jemand kochen? Nein. Wir haben niemand, wir haben nur mehr 4 Leute, die anderen sind die uns ja entlaufen. Na gut. Also das heißt nicht direkt entlaufen jetzt reizt, aber. Na, die sind zu Ja, aber wenn du Tatuccio. nicht kochst, kriegst du dann auch Da dann. kriegen wir auch kein Essen. Na eben. Ja, willst du lieber vom Banditen überfallen und verhackstückt werden? Na, Verhackstück, das klingt gut. Du meinst, du Hackfleisch Nee, wir verarbeitet, damit brauchen die was was zu zu essen haben. essen. Oder wie? Nein, schon Und gut. Lagertarnung scheint mir wichtig. Ja. Spezialaufgaben und Kochen haben wir keinen. Wir haben nur 4 Leute. Was soll's? Also, los, pausieren. Ja, wir haben es hat zwei Gruppen gegeben dann. Also es hat, wir haben sich jetzt in zwei Gruppen So. aufgeteilt. Das Fleisch haben sie jetzt roh gegessen, schätze ich. Egal. Und die eine Gruppe wird von Tatuccio angeführt, die andere, wie man ja sieht, von Gina. Ja. Tatuccio, nun ja, ich würde sagen, dass die Leute, die mit ihm gehen, einen Hier kleinen ist Tyrannen haben, der sie jemand. anführt. Ja, wer ist denn da? Wollen wir mal sehen. Viel Feinde, viel Ehre. So. Ups. Ach, Beutelwölfe. Nun Wölfe. ja. So, wie stehen wir Gina eigentlich? Stehen wir eigentlich richtig? und Warum? Amiri. Ja, Amiri ist ja eine Ja. Frontkämpferin. Ja. Also, Aber mach eigentlich uns müsste mal ein der Zwerg, der bisschen kann ja nicht schießen, Musik. der müsste eigentlich auch vorne stehen. Da solltest du vielleicht eher den Platz mit ihm wechseln, oder? Ja, Also, was ihr würdet Harim vielleicht tauschen. geht dahin, Amiri geht dahin. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Genau. Ja. Hallo, Lindsay, du solltest doch singen. Okay, Harim scheint der Schwächste, also. Ja, das ist Na. Blödsinn. Du schießt auf Also, den. Pepe muss ja jetzt noch ein bisschen üben. Ne? So Ja, richtig gut beherrscht er das ja. Spiel ja nicht. Come as Er hat es dust. angespielt, aber noch nicht, Ach, du singst ja nicht schon. so richtig viel damit. You Man sieht nur deserved it. nichts. Na gut. So, und du musst dich um den kümmern erstmal. So. So, auch das ging ja fix. Ja, da ist noch einer. Der stürzt sich jetzt auf Harem. Auf den kann man sich ja jetzt konzentrieren. Ich weiß ja nicht, was ein Beutelwolf ist. Ist das was Ähnliches wie ein. Hat der auch einen Beutel? Tja, muss wohl, sonst wäre es Wie ja so ein vermutlich Känguru? kein Beutelwolf. Wie so ein Känguru? Aha, können wir häuten? Ein Pelz haben wir gekriegt, ne? Besser wie nix, so. Dann gucken wir mal, wo geht's hier raus? Keine Ahnung. Gehen wir mal Also gucken. Munition habt ihr eigentlich unendlich, ne? Ja. So. Ja, richtig. Wir wollten ja umstellen, ne? Ja. Du solltest mit ihm den Platz tauschen. Ja. Du gehst hinter Amiri und du gehst hinter Harim. So. Gut. Harim ist ein richtiger Sonnenschein. Stimmt's? Hier geht's raus.
Hier auf diesen Zwischenkarten gibt's wohl nichts Besonderes, normalerweise jedenfalls. Das hatte ich schon festgestellt. Gut. So, der Feind ist umgefallen, wir können weiterziehen. Ach, das heißt, dass wir den Feind besiegt haben, ja? Wenn dieses Ding umfällt. Ich interpretiere das einfach mal so. Na gut, das ist auf jeden Fall unser Ziel hier, Oleksandrs Posten. Da sollen wir hin. Tatucci hat eine andere Richtung vorgegeben bekommen. Ja, der muss woanders hin. Mhm. Mal sehen, ob man irgendwann irgendwo wieder treffen. Leider hat sich Valerie auf seine Seite geschlagen. Wir hätten Valerie eigentlich ganz gerne... Valerie hätte man gut gebrauchen können. Ja, aber die ist ja so gesetzestreu, der hat unsere Antwort nicht gefallen. Rettet euch irgendwann. Wer bist du? Bocken ist es. Hallo, Bocken. Bleib doch mal stehen. Der ist weg. Vergiss ihn. Komm zurück. Kannst du nicht einfach hinter dem herlaufen und die Gruppe verlassen? Ja, man muss doch wissen, wer das ist. Das war aber Armee, warum er wegläuft. Was haben wir hier? Aha. Guck mal doch mal. Sind die rot? Nein. Wer ist denn hier rot? Oleg Leviton und ein Bandit sprechen miteinander. Einer nur? Sie fordern die Steuern und ein bisschen Bier? Was ist ein bisschen? Die sind ganz schön dreist, hä? Ja. Naja. Kressel. Ist das die Anführerin von dem Trupp? Keine Ahnung. Ja, das haben wir auch schon mitgekriegt, danke. Ja, wir sind die Gäste aus Restow. Tja. Ich würde sagen neutral. Gut, oder was ist hier los erstmal? Oder? Erstmal, was ist hier los? Genau. Ja, genau so. Genau. Tja, können ja nur zwei sagen. Also finde ich. Nicht wahr? Ja. Genau. Passt. Tja, ich glaube, davon können wir ausgehen, dass sie mit Verstärkung zurückkommen. Ja, na, dann werden wir halt auch kämpfen. Da werden wir kämpfen müssen. Der Bandit will uns aufschätzen, das ist aber gar nicht nett von ihm. Das könnte man als unfreundlichen Akt verstehen, hä? Sie hat sich entfernt, die andere. Gut, dann werden wir mal. Ja, die Kressel ist wohl abgehauen, ja, hat Bandit, so ein, Bandit, na, Bandit, hat auf jeden Fall die drei Banditen. Einen Trank genommen. Wahrscheinlich so ein, dass sie sich unsichtbar machen konnte damit. Das kann natürlich sein. So, ja, auf jeden Fall greifen wir jetzt die an, die wir sehen uns. Ja. So. Harim. Wie machen wir das am dümmsten? Ja. Schießt mal auf diesen. Mehr hat sie ja eigentlich nicht. Was macht eigentlich die Kleine? So. Harim, ja, Moment mal. Harim bufft sich mal ein bisschen. Das ist gar nicht so verkehrt. Obwohl, nee, das soll ein Segen machen. Wir wissen nicht, wie stark die sind. Da kann ein Segen nichts schaden, ne? Oh. So, du machst uns ein bisschen Musik. Und du gehst mal ein Stück vor und dann sehen wir, ob der vielleicht versucht, hinten rumzukommen. Das wäre uns nämlich gar nicht recht. Na, das kriegt sich von und so, na gut. So, die beiden müssen erstmal. Clean strike.
Okay. So, wir haben Musik, wir haben den Segen. Okay. Alle auf den. Strike with all your might. Außer du Bring gehst it. Auf den. Aua! Tja. Ja, ja, sie kommt ja schon zur Hilfe. So. Alle, also wirklich, könnt ihr ja nicht. Amiri macht zwei Banditen fertig, bevor die den ersten auch nur angekratzt haben. Ja. So. Harim ist fast tot. Ne? Du musst ihn, also ich weiß nicht, entweder ist er nicht gut genug angezogen oder was auch immer. Guck mal, sie haben Level gekriegt. Das ja, ist doch das ist erfreulich. Also trink mal was, Harim. Och, wozu? Gebrechen hat er nicht. Gebrechen, das wollte man nicht. Ich falle immer wieder drauf rein hier, Mensch. Na gut, im Moment. Kannst du leichte Wunden heilen machen? Ja, doch in Ordnung. Ja. Gebrechen, ich weiß auch nicht, warum er auf Gebrechen leichte Wunden heilen. Ach so, der hat so viele Punkte. Der ist schon von tot, fast tot bis voll. Ja. Mit einmal leichte Wunden heilen. Zum Glück wissen wir, dass es so nicht bleiben wird. Ich schätze mal, die Gegner werden auch etwas härter. Ja, so, ich fürchte. Wir brauchen Geld. Okay. Das ist ein Handelsposten. Hier kommen wir eigentlich alles verkaufen. Ja, hier ist ein Handelsposten. Alles einsammeln, ja. Genau. Was? Ich habe nicht verstanden, wir? Sie. Ich habe auch Sie nicht verstanden. Okay, du bist Oleg. Was? Wir sind keine Halunken, Mensch. Brauchst eine neue Brille, ja? Mhm. Wer ist denn Svetlana? Deine Frau, hä? Ja. Vermute ich doch stark. Da kommt sie schon. Na, kommt zum Punkt, finde ich aber ein bisschen sehr. Nee, das ist ja, so erzählt mir mehr über sind euch. Das finde ich okay. Nicht. Okay. Mhm. Ach, das war mal eine alte Festung. Na, ja. Ich höre diesmal gar nicht widerspricht. Ist das, hast du aber nicht abgeschaltet, oder? Nö. Aber du hörst es, oder? Nö. Aha. Es ist nicht alles vertont. Es ist nicht alles vertont. Okay, das wollte ich mal wissen. Okay. Ja, und wer ist denn abgehauen? Ja, das haben wir gesehen. Mhm. Das war ein gewisser Bocken. Ach, der verkauft Tränke und lebt in den Wäldern. Aha. Mhm. Ein alter Nörgler. Gut, dann erstmal seine Waffen sehen und vielleicht müssen wir dann wirklich gleich nochmal kämpfen. Ja. Es gibt mehr Banditen wie Wanzen in der Hütte von dem Bettler. Vorher solltest du aber dann deine Level vergeben, wenn es irgendwie. Ja, langsam. Mann, wir haben hier noch eine Menge zu tun. Wir müssen uns alles angucken. Okay, also einen halben Tag haben wir. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, ich habe schon gelesen. So, was wolltest du als nächstes sagen? Ich bin noch nicht durch mit Lesen. Entschuldigung. Manche lesen ein bisschen langsamer. Ja. So, hier, weiter. Hm. Ja, klar. Kommt mir mal wieder welche nach.
Also Svetlana ist ein Täubchen. Eigentlich sieht sie aus wie eine Frau. Na gut. Ja. Sie ist kein, nö, kein blindes Kätzchen. Nein, sie ist ja ein Täubchen, haben wir ja gehört. Ja, ja. Gretchen, gut, ihr habt nichts zu befürchten. Ich werde euch helfen, den Angriff abzuwenden. Ja, wir sind ja groß und stark. Genau. Nö, aber 3 finde ich trotzdem besser als 4. Böse sind wir sowieso nicht. Okay, also bleibt sowieso nur 3. Gut, ja, aber... Na gut, dazu müssen wir es erstmal schaffen. Ja, wir werden uns umsehen, klar. Wir müssen näher sehen. Alchemistenfeuer. Klar. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Wenn wir auf den Angriff warten, dann können wir unsere Dinger ja gar nicht vergeben, oder? Nee. Wir wollen uns umsehen. Unsere Levels. Genau. So. Na, dann vergib erstmal die Level. Ja, ist ja gut. Wie kann man nur so ungeduldig sein? Das ist Bocken, ist zurückgekommen. Hallo, Bocken. Das ist Bocken. Hallo. Der hiesige Kräuterarzt. Okay. Oh ja. Warum hat der eigentlich Resto verlassen? Na gut. Ja, das steht. Die Frage steht nicht zur Verfügung. Ja. Und nach Hilfe frage ich ihn erst später. Jetzt wollen wir erstmal Level vergeben. Meinst du nicht auch? Na, und ob? Ich warte darauf. So. Waldläufer. Stufe 2 gibt's ein Kampfstil-Talent. Aha. Na gut. Aber erst Fertigkeiten. Also wir haben gesehen, wir brauchen dringend mehr Überzeugung. Ja, wir brauchen Überzeugung, aber auch ein bisschen Athletik. Aber... Tja. Ich überlasse es dir. Ich glaube... Für Athletik ist Amiri zuständig, die ist da besser. Gut, überzeugen wäre dann auf jeden Fall. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall Wahrnehmung. Das brauchen immer alle. So, dann haben wir noch 2 Punkte. Ja, Heimlichkeit ist manchmal auch nicht. Sagtest du nicht überzeugen? Habe ich doch schon. Ach, hast du 2 schon? Ist Maximum. Mehr kann man nicht. Maximalwert ist immer Ich sehe, wenn es da hell ist, kannst Level. Du da nichts weiter drauf geben. Da fehlt, weil es auch sich immer erhöht. Du musst immer mehr Punkte ausgeben wahrscheinlich, oder? Um irgendwas zu erhöhen. Nö, das nicht. Nee? Aber der Maximalwert ist 2. Ich habe ja schon auf 2 gesetzt. Wahrnehmung mehr auf darf man 2. Nicht, Schweinhauerei. Nee, der Maximalrangwert entspricht immer dem Level. Okay. Soweit ich das bis jetzt mitgekriegt habe. Ja gut, halt, ob das ich kann immer es nicht so unwichtig. Ist, weiß ich nicht, aber... Naja, Wissen Welt ist vielleicht auch nicht schlecht. Na, hat uns auch schon geholfen. Ja, und dann haben wir noch einen. Okay, den gehen wir auf Arkan. Oder? Warum wolltest du nicht Heimlichkeit? Mach mal lieber Heimlichkeit, hä? Ist ja, manchmal nicht, alle schleichen nicht verkehrt, hä? So. Ist immer so blöd, man weiß wirklich nie genau. Wenn man das Spiel mehrmals gespielt hat, dann weiß man ganz genau, was man machen muss. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Beim ersten Mal durchspielen weiß man schon viel, beim zweiten Mal mehr. Und beim dritten Mal kennt man sich dann richtig aus. Aber ich habe es ja nur angespielt, deswegen müssen wir hier raten. Ja,
Genau. Ist ja hauptsächlich Bogenschütze, also. Kernschuss haben wir ja schon gelernt. Ja, Kernschuss hat sie schon. Dann nehmen wir jetzt den Präzisionsschuss. Ja. Damit kann sie auch im Nahkampf schießen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, ja, mehr hat sie nicht und mehr kriegt sie nicht. Aha. Tja. Demoralisieren hat sie gekriegt. Mhm. Ach, das sind Sachen, die spezielle Fertigkeiten für einen Waldläufer? Oder wie kommen die? Besondere Fähigkeiten? Na, die hat sie jetzt automatisch gekriegt. Ja. Nein, ich habe mich jetzt nur gefragt, ob die alle bekommen oder ob es abhängig ist von dem, von der Figur, die gespielt wird. Na schön. Gut. Das ist der Das werden wir nach und nach Präzisionsschutz. Schutz. Nein, nicht Schutz. Schuss. So, Kläger. So, mal sehen. Hier, also kriegt hier nichts Automatisches dazu. Keine davon. Oh, nicht sehr intelligent, der Gutste. Warum nicht? Brauchen Kleriker nicht eher Weisheit? Ja. Ja, ja, aber deswegen kriegt er natürlich nur 2 Punkte für, auf seine Fertigkeiten. Das ist richtig. Weil die Intelligenz, ja, ich weiß, die bestimmt, wie viel Fertigkeitenpunkte das jemand kriegt. Genau. So, also auch er braucht Wahrnehmung und Wissen Religion und damit hat er schon wieder alles ausgegeben. Tja, kann man nichts machen, ne? Tja. Ja. Ja, Brustplatte, schwerer Schild und Belastung. Na gut, die Belastung werden wir los. Gut, Lindsay. Eine Badin. Ist und bleibt Badin. Was kriegt sie? Aha. Resistent gegen Schall an. Effekte. Naja, ist auf jeden Fall gut. Automatisch +4 auf Rettungswürfe gegen Badenauftritte und Baden, so weiter. Auftritte, Schall- und sprechabhängige Effekte. Und dann kriegt sie ein Talent. Na gut, dann gucken wir mal, was zur Verfügung steht. So, also bei ihr ist wichtig Tricks. Ja. Nee. Ich glaube, bei ihr ist Heimlichkeit wichtig. Mm. So, Wissen Arkan ist bestimmt nicht verkehrt bei ihr. Und Wahrnehmung. Nee, da gehen wir lieber auf Wahrnehmung. Athletik ist auch nicht unwichtig bei ihr, glaube ich. Na gut, auf jeden Fall ist ja, sie... Ja, man kann nicht alles ich haben. Ich weiß, sie ist nur Badin, ne? Sonst nichts oder ja. Ist sie noch was anderes? Okay. Wahrnehmungswürfe, das ist sehr gut. Das ist wichtig, damit man verdeckte, versteckte Sachen finden. Ja. Eisenmangel, Fertigkeitsfokus, ja, das ist... Ist natürlich alles gar nicht schlecht. Naja, das wäre natürlich nicht schlecht zum Kisten aufmachen und... Fallen entschärfen oder wie? Fallen entschärfen und sowas. Hä? Mhm. Mach mal einfach mal. Mal sehen, ob wir es bereuen werden. So. Dann ist es zu spät. Aha, gut. Aha. Dann Ohrenbetäubender Schrei und leichte Wundheilung. Hat sie gekriegt automatisch. Ohrenbetäubender Schrei und leichte Wundenheilen hat sie schon, ja. Gut. Frucht auslösen. Der ist gut. Ja, finde ich auch gut. Hey, Harim, lach mal. Ja. Dann lacht er, bis er umfällt und wir können locker drauf rumprügeln. Auf wen? Auf Harim? Nicht auf Manchmal eher auf die Feinde. Nee. Ach nee. Gut, ja, fertig. Ja,
Resting would be nice. Nee, wir haben jetzt aber noch sie hier. Amiri. So, Amiri ist eine Barbarin. Was auch sonst. Sie kriegt Reflexbewegung, das ist gut. Mhm. Und eine Kampfrauschkraft. So. Ja, sie ist nämlich von Haus aus schon Athletik ziemlich hoch. Mhm. Sie hat auch wenig Intelligenz, also kriegt sie auch wenig Punkte. Aber Beweglichkeit ist bei ihr vermutlich wichtig. Ja. Überzeugen ist nicht wichtig. Was macht eigentlich wahr? Nee, wolltest du nicht auch einen magischen Gegenstand? Kann die nicht, soll die das nicht auch lernen? Ja, eigentlich ja. Stäbe, Schriftrollen. Ach, naja, komm. Stäbe und Schriftrollen muss sie ja nicht unbedingt, oder? Muss sie jetzt nicht unbedingt. Später vielleicht mal. Sollten eigentlich alle mal sowas benutzen können, aber im Moment würde ich doch lieber den zweiten. Ja. Würde ich auch auf Wahrnehmung geben. Und wissen, Natur ist bei ihr wichtig. Ja. Jo. Damit sind die wichtigen Sachen bedient. So. Ah, oh, ist nicht schlecht, schneller Fuß. Das ist gar nicht schlecht. Tödliche Kampfhaltung, Tja. Ja. Alles gut, hä? Ja, das ist immer so. Was nehmen wir denn? Ja, das kann ich nur dir überlassen, weil du sie ja hinterher führen musst. Schnellen Fuß, der ist kumulativ. Ist natürlich gut, wenn sie ganz schnell irgendwo, ich nehme den mal. Wenn da irgendwo ein Magier oder sowas rumsteht, dann ist das gar nicht schlecht, wenn sie da schnell an den Feinden vorbeikommt, um sich den zu greifen. Ja. Ist ja schon wieder alles. Oh, das war und ja alle sind müde, übrigens hier. Viel. Nicht so gut. Oh. Das ist aber ganz und gar nicht so richtig gut. Nee. I'm hungry. When we stop? Ja, kannst du aber nichts gegen machen, oder? Ja, Fallen aus soliden Stahl, na klar, her damit. Und wo sind sie jetzt? Ah, hier. Da sind sie. Schön, ach. Schon automatisch ausgelegt. Ja. Na, das ist doch gut. Tja. Tja, wenn ihr müde seid, könnt ihr nicht so gut kämpfen, aber die kommen ja bald. Ja. Das fürchte ich nämlich auch. Kann man denn die Rastzeit irgendwie bestimmen, wie lange man rastet? Nee, ne? Keine Ahnung. Ach, gut. Keine Ahnung. Hä? Kann man das irgendwie feststellen? Ja, wenn man rastet. kann man Rasten gucken, abbrechen? Ob man also den Befehl nicht ausführen dann? Ich glaube nicht. Die wachen selber auf, wenn sie angegriffen werden, aber natürlich nicht alle. Na gut. Wir gucken uns mal alles an. Ja, gut, wir müssen sehen, was wir finden, ja, was wir alles nutzen können, uns besser zu schützen. Halt, da ist was. Schwerer Streitkolben. Kannst alles einsammeln. Jasper und wir wollten eigentlich verkaufen, aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Alles mitnehmen, da ist was. Was ist da drin? Silberlöffel und Goldmütze. Nur wenn das keiner braucht. Dann nehmen wir es mit, du. Tja, du hast sie aber nicht gefragt, ob wir es brauchen. Ein Seil und Goldmünzen. Da war ein
ein Untersuchen, aber... Ist draußen. Das ist draußen. So, stolpern Sie jetzt in die Fallen? Nee. Okay, das ist gut zu wissen, dass die eigenen Fallen von den eigenen Leuten nicht ausgelöst waren. Die wissen, wo sie sind. Halt. Da kann man nicht rein. Wolltest du nicht mit dem Ding sprechen, von wegen, dass er helfen kann? War der Bocken nicht da irgendwo? Ja, mach mal dann. Ich wollte erst mal so weit rumgucken und dann... Gut. Hallo, vielleicht können wir auch ein paar Ratten. Ja, ich wollte vor allen Dingen richtig, das war's. Was ist die süß aus, die Ratte? Die Ratte rennt vor uns weg. Ich wollte vor allen Dingen was auf Überredung geben, bevor ich mit ihm rede. Schwere Armbrust, na, das ist doch was. Ja. Hallo, Harim. Kann er denn überhaupt mit Schusswaffen umgehen? Kann. Gut. Damit kann Harim auch schießen. Hm. Ist ja nicht unwichtig, ja. Hä? Erstmal alle. Sieht so aus wie Maschinengewehr. Da, Harim habe ich ja gerade. Ist auch auf Bogen. Okay. Soweit, so gut. Aha. Was ist das? Warum geht das Harim alleine? Hat das einen bestimmten Grund? Ein Brunnen. Weil ich ihn zuletzt hatte, ich habe ihm ja die Armbrust verpasst. So, wir sind rundum. Ich nehme an, wir haben alles gefunden, was wir benutzen können. So, hallo Bocken. Aha, leichte Wunden haben wir gekriegt. Tja, kannst du ausprobieren. Mhm. Gescheitert, dachte ich mir. Wir haben nicht genug Diplomatie. Ja, wir haben nicht genug. Na gut. Kann man auch nichts machen. So, Oleg. Wir haben ein paar Sachen zu verscherbeln. Gut. Ja. Den Trödel. Moment mal, kann man das nicht irgendwie? Da konnte man doch irgendwas einstellen. Ah, hier. Okay, alles nicht magische kann weg. So, Meisterstücke wollen wir erstmal nicht verkaufen. So, ansonsten. Dann gucken wir mal, wie sehen wir hier aus. Sortieren wir ordentlich. So. Also 19 Heiltränke für leichte Wunden, das müsste eigentlich reichen. Eine mittelschwere Person vergrößern und Rindenhaut. Mir macht eher Sorgen, dass sie erschöpft sind. Ja, das ist nicht gut. Aber, also, einmal Rindenhaut. Dann brauchen sie alle ein bisschen Heiltränke in der Tasche. Meinst du nicht auch? Ja. Bei ihr reicht ja wohl einer. Sie hat selber Heilen und auch noch Spruchrolle. Auch er hat auch noch leichte Wunden heilen in der Tasche, kann auch heilen. Okay, das ist das. Und du brauchst... Ja, sie kann natürlich auch von wegen sich vergrößern.
Ja, das ist bestimmt interessant. Ich weiß nicht, wie viel, was das bringt. Ach, lass mal. Das ist wahrscheinlich noch, ist noch erschöpfter, als jetzt schon ist. Dann fällst du oben vor, so anfängst ja, zu kämpfen. Gibt einen Größenmalus von -2 auf Geschicklichkeit. Das ist bei ihr gar nicht. Nein, 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 lass das weil mal. Weil sie ja in der Basis auf Geschicklichkeit, das ist vielleicht für Amiri nicht so verkehrt. Na. Wir können ihn ihr ja schon mal in die ja, Tasche geben. Machen. Mal sehen, ob wir ihn brauchen. Okay, so. Jetzt speichern. More strength fades. Ich glaube nicht, dass wir... Du kannst hier kann nicht. Kann man nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Tja. Ja, da müssen wir warten, bis die kommen. Da ja, hilft alles nichts. Die sind ja zwar müde, aber was soll's, können wir nichts dagegen tun. Hätte man vielleicht eher schlafen können, aber es ist auch blöd. Man weiß ja nicht, wann die müde werden. Gut. Follow me. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Bevor du ihn ansprichst, machen wir in der nächsten Folge weiter. Gut. Ja? Dann werden wir sie nächstes Mal empfangen müssen. Genau. Bis dann. Na klar, bis machen wir doch dann. Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.